Und da heißt es herzlich willkommen zurück hier bei Mass Effect Andromeda. Das ist auch wichtig, dass ich sowas nicht übersehe. Das ist ganz wichtig. Wahnsinn, wie groß hier alles ist. Das kann man gar nicht alles auf einmal aufnehmen. Ah, wo schieße. Ich weiß, der war schlecht. Aber so passend. Mein Vater hätte diesen Ort geliebt. Ja, nichts hat ihn so sehr fasziniert wie das Unbekannte. Irgendwann wird hoffentlich auch Sarah das alles hier unten erforschen. Ja, der Tovier. Dann gehen wir mal rüber. Das ist selbst mit Jetpacks zu weit. Deswegen machen wir eine Brücke. Ja, ne? Ich feier das auch übel. Ja, der Alter. Den Dank. Zufolge ist die Luft auch ohne Helm atembar. Wie kann das sein? Gute Frage. Kommt drauf an, für wen? Auch für Menschen? Spüren Sie das? Der ganze Boden vibriert vor irgendwas. Wir müssen nah dran sein. Ich kann ihn nicht speichern. Ah! Kein Zweifel. Das hier ist das Herz des Gewölbes. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Ich auch nicht. Sämtliche Leitungen laufen hier zusammen, Pathfinder. Mhm. Das muss die Abregelungskonsole sein. Ja, und wenn nicht? Die Bäume sind übrigens verdorrt, irgendwie. Abgeriegelt. Ich bezweifle, dass wir da durchkommen. Den Nacken runter. Nur dir? Glaube ich nicht. Rotenergie ist immer schlecht, oder? Ah. Was ist das, Sam? Es scheint in Beziehung zu der Abriegelung zu stehen. Mehr lässt sich ohne Untersuchung nicht sagen. Systemabriegelung deaktiviert. Gewölbe und Atmosphärenwandler sollten bald wieder funktionsfähig sein. Ryder? Die Abriegelung ist vorbei, oder? Der gesamte Ort erwacht. Die Energiewerte sind unglaublich. Wirklich, wirklich unglaublich. Wenn alles wieder aktiv ist, müssten wir doch... Sollten wir... Weg! Kann das sein, dass da die Geister eingeschlossen war? Phoebe, zurück zum Eingang, sofort! Ich hab's gesehen! Was ist das? Gehen Sie kein Risiko ein! Verschwinden Sie einfach! Wow! Vorsicht! Entlüftungsöffnung! Es ist zu weit für einen Sprung! Haben Sie noch eine Brücke in petto? Ja.
Hab ich. Ich bleib nicht stehen. Alter, was ist denn hier verkehrt? Mutti! Ich weiß nicht. Ein weiterer Gravitationsschacht. Er könnte sonst wohin führen. Er führt von hier weg. Wir nehmen ihn. Es ist immer noch aktiv. Es säubert das gesamte Gewölbe und tötet alles, was ihm im Weg steht. Ja, uns zum Beispiel. Alter. Schnappen Sie sich das Ding, wenn Sie wollen. Aber das wird eine knappe Nummer. Das ist die Tür zum Eingang. Wir haben es fast geschafft. Boah. Wir haben es fast geschafft. Wo sind Sie? Hallo? Baby! Los! Los, los, los! Ha, es ist direkt hinter uns! Zum Gravitationsschacht! Sie rührt sich nicht! Entriegeln Sie sie! Konsole stellt Verbindung zur Oberfläche her. Mach schon! Gewölbe Neustart abgeschlossen. Boah. Das war ganz schön hektisch. Was war dieses Feld? Es hat vielleicht das Gewölbe gereinigt oder uns gejagt. Eine Immunreaktion? Eine letzte Säuberung vor dem Neustart? Dieser Ort steckt voller Überraschungen. Ein Wettlauf mit dem Tod, nicht schlecht. Aber nichts gegen die Reaktivierung eines riesigen Gewölbes. Atmosphärenwandler ist online. Ich stelle die letzte Konsolenaktivität wieder her. Ist das der Helios-Cluster? Ja. Ach, da sind wir. Das ist EOS. Wow. Hat der Systemstart das bewirkt? Wenn wir dieses Licht sind, könnten all diese Punkte inaktive Gewölbe auf anderen Welten sein. Wow. Möglich. Aber warum gibt es ein ganzes Netzwerk? Wozu dienen sie? Diese Technik kann Beobachter aus dem Nichts erschaffen oder ganze Planeten verwüsten und sicher noch viel mehr. Die Bots, diese Pflanzen, die Atmosphärenwandler. Irgendein Unternehmen zu Hause hat mal einen Eiskometen auf eine Wüstenwelt stürzen lassen, um Regen zu erzeugen. Und Leben zu ermöglichen. Vielleicht war der erste Wandler, den wir gesehen haben, ja nur defekt. War das der Plan dieser Erbauer? Welten bewohnbar zu machen, einen ganzen Cluster zu terraformen? Hey, sehen Sie mal. Das ist anders. Ist das vielleicht aktiv? Wir müssen dorthin. Sam? Extrapolation läuft. Diese Koordinaten liegen jenseits des uns bekannten Raums. Ja, wir sind in der Andromeda-Galaxie. Da ist nichts bekannt. Gehen wir an die Oberfläche. Ich brauche frische Luft. Oh, yes. Weltenformer. Oh, das seht ihr, glaube ich, sogar. Alter Schwede. Puh. Was für ein Himmel. Passt. Kein Atmosphärenwandler arbeitet so schnell.
Wenn dieser Effekt charakteristisch ist, werden sich die Luft- und Feuchtigkeitswerte erheblich verbessern, Pathfinder. EOS könnte erschlossen werden. Ja, geil. Wir können Fuß fassen. Mehr brauchen wir nicht. Nur einen Anfang. Diese Relikttechnologie könnte unser Überleben sichern, falls wir sie kontrollieren können. Das schaffen wir schon. Ein Handbuch könnte trotzdem nicht schaden. Wir haben eine Spur. Sam hat sie auf den Karten markiert. Dieser Ort ist definitiv aktiv. Wer weiß, was wir dort finden werden. Wir? Sie wollen mit uns kommen? Ich will wissen, wie die Relikte ticken. Und Sie haben den Schlüssel zu Ihrer Technologie. Oder eine Brechstange. Ich weiß nicht. Wir sind ein Team. Sie arbeiten gern allein. Wir müssen ja nicht alles teilen, um dieses Rätsel zu lösen. Bitte. Also gut. Dann packen Sie mal und... Datenhelm, Zahnbürste, saubere Unterwäsche, das reicht mir. Wir sehen uns später. Das wird bestimmt interessant. Was? Ich hab nicht verstanden, was Cora gesagt hat. Der Chat war zu laut. Und jetzt zu unserem neuen Außenposten. Sie haben bereits einen idealen Standort gefunden. Ja. Der NAV-Punkt ist vermerkt. Ich informiere die Tempest. Sie haben eine Krügelkapselpunkte. Ich kann es kaum noch erwarten, Ryder. Die Kolonisierungsschiffe sind unterwegs und bereit für den Einsatz. Okay, machen wir es wahr. Okay. Oh, halt, warte mal, wo geht's denn hier hoch? Hier drüben ging's irgendwo hoch. Hä? Wie sieht das jetzt hier so anders aus? Das Gefühl sieht anders aus. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ja, ja. Sie können mit ihrem Abbau. Wieso verschwinden denn die Drohnen vor allem immer? Extrahieren. Jetzt sind die Drohnen auf einmal weg hier. Interessant. Kann ich jetzt eigentlich hier hinter auch? Oh, die Strahlungswerte liegen im kritischen Bereich. Ja. Sicherheit. Das muss man ja wissen. Finde ich aber enorm unschön. Da sind Cat. Dort vorne sind Cat. Sie scheinen gegen einen Kroganer zu kämpfen. Ist das Drag? Das werden wir gleich wissen. Ciao. Ryder, wird ja auch Zeit, dass Sie sich auf der Party blicken lassen. Die, Bitch! Ich glaube, ich habe Sie wütend gemacht. Sehr gut. Sehr schön, Kleiner. Weiter so. Alle erwischt. Was jetzt schön, aber nicht mehr lange. Ja, brennt. Wow. Dieser Kampf hat Spaß gemacht. Die Waffe feuert mit seiner Hand. Das sieht aus wie eine Pistole. Sie wissen sich zu wehren, Kleiner. Und ich habe gehört, Ihnen hätten wir es auch zu verdanken, dass der Himmel sich aufgeklärt hat. Ich hatte Sie völlig falsch eingeschätzt. Sie sind auch nicht übel, alter Mann. Vielleicht sollten wir doch zusammenarbeiten. Der Kampf war ziemlich gut. Aber Sie sind trotzdem von der Nexus. Und so grün hinter den Ohren wie ein Drell. Trotzdem sagt mir irgendwas, dass Sie Potenzial haben. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden.
Ich bin dabei. Zeigen Sie mir nur, in welcher Richtung Ihr Schiff ist und versuchen Sie, Schritt zu halten. Das wird fantastisch. Die ersten Kolonisten haben Audiologs über diese Regionen zur Nexus zurückgeschickt. Und? Windhauchbecken. Geringste Strahlungswerte im gesamten Gebiet. Ein Hoffnungsschimmer. Hier ist es ruhiger. Haben Sie das bemerkt? Ja. Hier werden wir unsere neuen Außenposten errichten. Ein echter Anfang. Bereite Errichtungsbefehl vor. Sie müssen festlegen, welche Aufgabe dieser neue Außenposten erfüllen soll. Hat die Nexus dabei kein Mitspracherecht? Die Ressourcenknappheit ist kritisch. Laut Protokoll fällt diese Entscheidung nur der Pathfinder. Mit den aktuellen Vorräten könnten Sie einen Militäraußenposten errichten, der sich auf Verteidigung und die Ausbildung der Miliz konzentriert. Das ist ja Quatsch. Alternativ wäre ein wissenschaftlicher Außenposten möglich, der die Forschung der Initiative vorantreibt. Was sagen Sie dazu? Militär oder Wissenschaft? Der Pathfinder entscheidet. Aber Forschung ist sinnlos, wenn wir tot sind. Militär. Wissenschaft, keine Frage. Unsere Kolonisten müssen ihr Zuhause verstehen. Beachten Sie, dass der erste Außenposten, den ein Pathfinder errichtet, in sich selbst eine Botschaft transportiert. Ob gerechtfertigt oder nicht, Ihre Entscheidung repräsentiert die Initiative und Ihre Pläne in Andromeda. Wählen Sie mit Bedacht. Ja, willst du? Forschung und Entdeckung sollen Vorrang haben. Das ist unser Fundament und unsere Zukunft. Befehle vorbereitet. Bereit auf Ihr Signal. Wir wählen diesmal Wissenschaft, ja. Standbein. Andromeda-Initiative, hier spricht Ryder, der Pathfinder. Episch. EOS ist bereit für die Erschließung. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Und mehr als bereit. August Bradley, Einsatzleiter dieses Blocks. Und jetzt wohl Bürgermeister. Wir sind bereit, Ihre Arbeit fortzuführen. Es war die Arbeit vieler. Ohne Sie wären wir nie so weit gekommen. Das weiß ich. Prodromos. So nennen wir ihn. Sie sind so engagiert. Es hat uns gefehlt. EOS ist bei weitem keine goldene Welt. Aber es ist ein erster guter Schritt. Für Sie haben Sie ein Wunder vollbracht. Die Nexus. Ich hatte Sie gewarnt. Hoffnung schien verantwortungslos. Aber ich lag falsch, Pathfinder. Danke, dass Sie das zugeben. Wir stehen alle auf derselben Seite. So weit würde ich nicht gehen. Wieso nicht? Damit haben wir unser erstes Standbein. Ryder, Sie haben uns Zeit verschafft. Aber ein Außenposten auf einem ziemlich hoffnungslosen Planeten löst unser Hungerproblem nicht. Haben Sie schon eine weitere Spur? Den Nav-Punkt aus dem Gewölbe. Jetzt wird es kompliziert. Die anderen sind bereit, ihre Bestrebungen zu genehmigen, um an ihrem Erfolg teilzuhaben. Wir alle wollen, dass die Initiative ihr Ziel erreicht. Über das Wie sind wir uns allerdings uneins. Sehen Sie sich einfach vor. Vor allen außer Ihnen, nehme ich an. Sie sind aufrichtig. Ich weiß, weshalb ich hier bin. Reden Sie mit Bradley. Später sprechen wir dann über die erweiterten Aufgaben eines Pathfinders. Bis dahin erwartet Sie Tan auf der Nexus. Wow. EOS Lebensfähigkeit ist jetzt 78%. Das ist noch nicht genug. Wow.
Alles klar. Okay. Und die haben, ja klar, die haben direkt eine Satellitenschüssel dahin errichtet. Hier ist richtig was los. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen.